Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video gibt es endlich mal wieder ein Haul für euch. Ich habe ja in der letzten Zeit irgendwie mehr Tutorials gemacht als Hauls. Keine Ahnung, ich habe irgendwie immer so Phasen. Aber dieses hier wird auf jeden Fall wieder ein XXL-Haul. Ihr wisst, ich sammle immer die Sachen an und ich fuchtle die ganze Zeit mit meinen Händen rum. Und dann zeige ich euch alle in einem Video. Deswegen laber ich jetzt einfach nicht, sondern zeige euch direkt die Sachen. Und zwar fangen wir schon direkt mit dem an, was ich anhabe. Und zwar dieses T-Shirt. Also ich habe das jetzt hier so cropped gemacht, dass das so ein bisschen bauchfrei ist. Das ist so ein ganz normales T-Shirt von asimpleblack.de. Ich werde euch natürlich wie immer alle Sachen unten in die Infobox verlinken. Also falls ich irgendwann mal was falsch sage oder so, ihr findet das alles in der Infobox und müsst das nicht nachgoogeln oder so. Auf dem T-Shirt steht jetzt Selfish. Passt ja recht gut zu mir. Und das ist ein Unisex-T-Shirt. Also alle Sachen auf der Seite sind Unisex. Und ich habe Größe M in allen Sachen geholt, glaube ich. Nee, ich habe M in den T-Shirts geholt. Ihr seht ja, wie lang die Ärmel ungefähr sind. Und dann finde ich auch noch so geil dieses T-Shirt hier. Make money, not friends. Das Motto finde ich eigentlich auch ganz cool. Es gibt auf der Seite natürlich noch die verschiedensten anderen Sprüche. Also auf T-Shirts oder Pullis oder was auch immer. Die haben Hoodies. Also ein Sweatshirt, wie ich euch gleich zeigen werde. Und T-Shirts. Ja, das finde ich auch richtig, richtig cool. Ist auch Größe M. Und ich finde auch die Qualität von den T-Shirts echt richtig gut. Und dann zeige ich euch noch diesen Pullover hier. Und zwar steht da auch Selfish drauf. Das ist ein Sweatshirt. Den habe ich aber in Größe S bestellt. Weil ich mir dachte, wenn das Unisex ist, dann wird wahrscheinlich M die kleinste Größe so für Männer sein. Und für Frauen muss ich dann noch ein bisschen kleiner bestellen. Der sitzt aber relativ locker. Also relativ. Und ich finde den einfach mega cool. Der ist innen so kuschelig, Leute. Das ist so geil einfach nur. Und der hält auch richtig warm. Ich hatte den auch schon mal an. Und ich finde den einfach super toll und einfach so klassisch. Wisst ihr? Diese Sachen wird man immer tragen können. Als nächstes machen wir weiter mit dem Shop Shein. Shein kennt ihr ja, meine Lieben. Da bestelle ich ja ungefähr immer. Und da habe ich mir echt seit langer Zeit mal endlich diese Hose gekauft. Seitdem es Shein gibt, wollte ich diese Hose haben. Aber ich habe immer irgendwie Sachen gefunden, die mir besser gefallen haben. Und dieses Mal dachte ich mir, du musst jetzt diese Hose kaufen. Die gehen mir nämlich nicht aus dem Kopf. Und ich glaube, die kennen auch voll viele. Und zwar ist es einfach diese Jogginghose hier. Die ist so gerippt in hellgrau. Hat hier an der Seite so Streifen. Zwei weiße Streifen. Und ist halt so ganz eng und ist oben so zum Schnüren. Und ich finde die so geil, diese Hose. Weil, keine Ahnung, ich liebe einfach Jogginghosen. Und dann grau mag ich halt auch voll gerne bei Joggingklamotten. Und ich finde diese Hose einfach toll. Davon werde ich euch ein Bild einblenden. Oder habe ich schon, weil ich die schon getragen habe. Das nächste Teil ist auch von Shein. Und zwar ist das dieses hier. Und zwar, oh Gott, jetzt bin ich glaube ich voll dunkel, wenn ich das weiß hier so hinhalte. Naja, auf jeden Fall ist das so ein Spitzenoberteil. Diese Spitze ist aber relativ dick, so vom Stoff her. Dann hat die hier so ein bisschen so einen Stehkragen und hinten, also ist natürlich langärmlich, ein bisschen kürzer geschnitten. Also ist nicht so ein krasses Crop-Top. Aber halt etwas kürzer geschnitten und hat hinten einmal kompletten Reißverschluss bis nach unten in Silber. Ich finde das so, so edel und schön. Und dann habe ich mir noch eine Jacke bestellt. Und zwar ist das diese hier. Das ist einfach eine weiße Bomberjacke mit goldenem Reißverschluss und so goldenen Applikationen. Mit so Blumen, also so eine Stickerei mit Blumen. Und dann sind hier auch so Pailletten drauf. Das Problem ist nur, ich glaube, ich habe die wieder in Größe L bestellt. Und die ist mir sehr, sehr knapp. Also so von der, sowohl von der Länge als auch von der Ärmellänge. Und so finde ich die etwas knapp. Und dann kommen wir zu Romvi-Sachen. Und da habe ich mir auch diesen Rock, den ich schon so, so lange haben wollte, ausgesucht. Ne, die letzten drei Sachen, also von Shein, waren auch alle in Größe L. Und ja, der Rock hier ist auch in Größe L. Das ist halt einfach so ein schwarzer Mini-Rock, der halt so in so schönen Mustern bestickt ist. Ich finde den richtig schön für den Sommer, für den Urlaub. Der ist halt wirklich sehr, sehr kurz und sieht auch irgendwie sehr breit aus. Aber ich finde den super schön, hat damit auch schon ein Foto gemacht. Das heißt, ich kann euch das auch einblenden. Die Stickerei hat sich bei mir bis jetzt noch nicht gelöst. Also das ist relativ gut bestickt. Es ist halt auch nicht bedruckt. Das fände ich, hätte ich furchtbar gefunden und hätte das auch so nicht akzeptiert. Und dann habe ich noch bei Romvi ein Kleid bestellt. Das ist relativ untypisch für mich, aber weil ich ja jetzt im Büro arbeite, ab und an. Was heißt ab und an? Ich
ich arbeite immer im Büro, dachte ich mir, das ist ein relativ schlichtes, aber doch irgendwie cooles Kleid, was man so im Büro anziehen kann. Das ist einfach schwarz, hat so einen Rundhalsausschnitt, hat lange Ärmel und unten, also das ist halt ganz gerade geschnitten und unten hat das so weiße Rüsche sozusagen raushängen. Ich finde das richtig, richtig cool. Das ist so ein süßes Detail, dass das da unten raushängt. So, und dann haben wir noch etwas von Rombi. Und zwar ist das dieses Oberteil hier. Das hatte ich auch einmal auf Snapchat und so viele Leute haben direkt nach diesem Oberteil gefragt. Ja Leute, es ist von Rombi. Es ist wie immer Größe L. Das ist halt mit so, also es ist so ein weiß geriffeltes, langärmeliges Oberteil. Und das hat hier so, wie nennt man das? So Stickereien. Ich finde das auf jeden Fall richtig, richtig schön und bin sehr begeistert davon und ich weiß, dass ihr das auch wart, als ihr es an mir gesehen habt. Und als letztes möchte ich euch noch eine Sache zeigen, die mir auch zugeschickt wurde. Und zwar folgendes Problem. Ich wollte schon sehr lange, seit einem Jahr oder so, Loafer haben. Schwarze Loafer in Lack am besten und habe nie welche gefunden. Und irgendwie fand ich auch diese Loafer, die so eine Ballerina-Form haben, also die sehr, also wo sehr viel der Fuß gezeigt wird, sahen bei mir richtig merkwürdig aus. Und dann hat mich halt diese Seite angeschrieben, die ihr natürlich auch ganz, ganz unten in der Infobox findet, weil ich die als letztes zeige. Und da habe ich diese Schuhe hier gesehen. Und zwar sind das solche Loafer in Lackoptik mit so schwarzen Nieten drauf. Und ihr denkt euch gerade bestimmt, was ist das für ein Schuh? Ja, der ist leider viel zu groß für mich. Irgendwie stimmt was da mit dem Größenverhältnis nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall passt mir dieser Schuh leider überhaupt nicht. Ich muss sagen, von der Qualität her ist es echt alles gut verarbeitet. Da fällt keine Niete ab. Da kannst du rütteln, wie du willst. Da sind keine Klebereste, die rausgucken und so. Also finde ich echt ganz gut. Würde ich jetzt sagen, ist nicht schlechter als ein Markenschuh oder so. Das Problem ist halt einfach nur, dass dieser Schuh mir nicht passt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr traurig, weil ich habe mich voll gefreut, dass ich endlich mal Loafer habe und so ein bisschen schickere Outfits damit kombinieren kann. Das hier ist nämlich Größe 40 und das fällt aus wie Größe 42. Also ich kann das auch wirklich mit dicken Socken oder was weiß ich, was Eltern einem immer erzählen, kann ich das leider nicht anziehen. Ich kann euch auch nochmal kurz den zweiten Schuh zeigen, der ist gerade noch ausgestopft. So sehen die aus. Ich fände die halt super cool, wenn die mir passen würden, tun sie leider nicht. Aber ich hoffe, dafür findet sich noch eine Lösung. So, Freunde, und das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Ich fand, das waren wieder relativ viele Sachen, die ich euch gezeigt habe. Ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten, was ich mir bestelle und was auch immer. Ihr wisst, ich drehe regelmäßig Haul-Videos. Also wenn euch diese Videos gefallen haben, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Videos einen Daumen nach oben geben würdet. Warum mache ich immer so? Das tut außerdem voll weh. Keine Ahnung. Außerdem würde ich mich darüber freuen, falls ihr keines meiner weiteren Videos verpassen möchtet, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und mir vielleicht einen netten Kommentar hinterlassen würdet oder einen Verbesserungsvorschlag oder was auch immer, Videoideen. Ich bin für alles offen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in meinem nächsten Video. Meine ganzen Social Media Kanäle findet ihr unten in der Infobox. Ihr findet alle Artikel unten in der Infobox. Könnt ihr draufklicken, nachschauen, was auch immer. Wir sehen uns. Bis dann. Muah.